Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Ich habe noch eine Box entdeckt. Moment. Ich stelle es mal wieder hier hin. Auf folgenden normalen Platz. So, ich habe noch eine Box entdeckt von Loot Chest. Ich dachte, die hätten wir bereits geöffnet. Aber das haben wir noch nicht. Also danke an Loot Chest. Die mache ich jetzt gleich auf. Und ich habe auch noch ein paar Eier für euch. Und zwar 10 Kilometer Eier. Die ersten von Gen 3. Wetter leider echt tödlich draußen. Richtig kalt heute. Ich würde rausgehen, ein paar Sachen filmen. Ein paar Nester will ich abchecken. Ich habe ein Wailord-Nest entdeckt. Das mit den, nicht Makuhitas, Hariyamas wollte ich testen. Dann wollte ich auch noch das mit dem Sternstaub drehen. Mit dem Sternstück, was ja jetzt neu rausgekommen ist. Wie effektiv das ist. Weil ich habe es jetzt gezündet bei den Zehnern. Weil es gibt ja für Glückseier gibt es Entwicklungssessions. Da haut man sich einmal hin und macht so viele Entwicklungen, wie es geht in der Zeit. Bloß bei Staub, mit dem Sternstück kann man das halt nicht machen. Man kann halt normal farmen und dann da extra Staub machen. Aber man kann jetzt nicht so gezielt eine Staubsession machen. Du kannst halt ein paar Eier vorbereiten und dann vielleicht ein paar Arenen mit füttern und so, aber gezielt kann man das halt nicht wirklich machen, so wie bei Entwicklungssessions. Aber mehr dazu demnächst. Leider so kalt draußen, da ging echt gar nichts. Aber labern wir nicht so viel. Das erste Ei, den musste ich sogar in einen Superinkubator stecken. Deswegen war der als erstes geschlüpft vor den anderen. Voltilam. Ich habe schon 300er. Einen aus Amsterdam, einen aus Oberhausen und einen aus Prag. Und über 1200 Candies. Muss man demnächst noch einen 100er, oh, wie heißt der, Amphorgos auf Max pushen. Erstmal entwickeln und dann auf Max pushen. Aber hier könnt ihr sehen, 2585 Staub. Das ist schon ziemlich ordentlich. Und dann kommen wir zu den großen. Zu den 7, 6, 7 hintereinander. Ich bin gespannt, ich kann mich selbst nicht mehr genau daran erinnern, was da genau alles war. Ne, der ist auch noch einzeln. Wieso ist der einzeln? Keine Ahnung wieso, aber Aerodactyl. 1490. Natürlich nicht. 1457, ziemlich schlecht. Aber fast 3000 Staub. Das ist ziemlich gut. Okay, da haben wir's. Puh. Dachte schon, ich hätte das Material irgendwie verloren. So, los geht's. Erstmal stumm schalten. Ei Nummer 1 bzw. 3. Und Chanera immer gut. Ich habe einen 200er. Einen auf Level 1. Den habe ich schon zu Hatera gemacht. Und dann einen Level 200er. Also genau wie aus dem Ei-Level. Aber man kann Hatera gebrauchen. Gut für die Arena. Und das zweitbeste ist eigentlich ein Chanera auf Max. Der ist auch ziemlich nervig. Aber okay, schauen wir mal weiter. So. Mülltang. Leider nicht zu gebrauchen. Außer ich brauche noch Bonbons, um es auf Max zu pushen. Aber 4000 Staub, das ist schon ziemlich krass. Das ist echt nicht schlecht. 100 habe ich jetzt schon gefangen durch Ding. Na, 300 Bonbons. Da brauche ich echt keine mehr. Noch keinen von den neuen. Noch ein Voltilam. War früher selten vor den Events. 3000 Staub, naja. Und als nächstes. Aha, der erste Gen 3. Bummels. Ihr habt es gesehen? Wenn nicht, dann. Oha, 4800 Staub. Der ist saftig. Ihr habt das Video gesehen? Falls nicht, Link ist unten in der Beschreibung. Zu meinem 98er Bummels, das ich hier entwickelt habe. Direkt zu meinem stärksten über 4000 WP, Leta King. Nächstes Ei. Porygon. Früher richtig selten, aber jetzt leider richtig unnötig. 1600 Bonbons. 300-400er habe ich von denen schon. Vom Valentins-Event, rosa Pokémon. Und von den Safari-Zonen. Und Trassler, nicht schlecht, auch Gen 3. Aber leider keine gute IV. Da habe ich noch keinen guten zum Entwickeln. IV-Check. Defense 15. Nee. Und das letzte Ei, glaube ich. Noch ein Porygon. Also eigentlich eher leidend. Eher leidend die Ausbeute. 2,8 Staub, das war auch nicht viel. Und das war's mit den Eiern. Oder habe ich hier noch irgendwas? Eine kleine Überraschung für euch? Nee, 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 nee. Habe ich leider nicht. Das war's mit den Eiern. Kommen wir zu der Box. Danke an Loot Chest, wie gesagt. Link ist unten in der Beschreibung. Schicken die mir jeden Monat.
und jeden Monat ein anderes Thema. Und anscheinend haben sie es mir diesen Monat geschickt und ich habe es nicht mal gecheckt. Aber los geht's. Moment, ich darf das Licht nicht verdecken. Ja, so ist besser. Okay, ich sehe schon. Erstmal ein Shirt. Shirts sind immer gut. Auch wenn ich jetzt langsam echt eine Menge Shirts habe. So, aber auch gut verpackt. Also ich habe das auch schon mal schlechter verpackt gesehen. Rot. Team Vayler, naja. Schauen wir mal. So. Die meisten Motive erkenne ich selber nicht. Rebel Scum. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. Auch wenn es Star Wars ist und ich keine Ahnung von Star Wars habe, aber Rebellion ist immer gut. Noch was zum Thema Star Wars. Und zwar noch eine Weihnachtskugel. Oder sowas in der Art. Auch wenn Weihnachten schon vorbei ist. Aber. Was ist denn das für eine Kugel? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für eine Kugel ist. Wir hatten ja schon Weihnachtskugeln, aber hier bin ich mir nicht ganz sicher, was das für eine Kugel ist. Aber okay. Hoffentlich gibt es wieder eine Anleitung. Ihr wisst, beim letzten Mal war ich ein bisschen überfordert. So. South Park. Bin ich auch ein großer Fan von. Schaut unten rein, falls ihr auch Cartman feiert. Aber das ist leider nicht Cartman, sondern Wendy, die nervige. Okay. So. Doctor Who. Hatten wir auch schon mal was von Doctor Who? Okay. Ihr seht, ich bin bereits wieder mal verwirrt. Ein Löffel. Wie ein Löffel. Das ist einfach ein Löffel oder was? Anleitung steht nix. Also das kann doch nicht einfach ein Löffel sein. Okay. Dafür brauchen wir auf jeden Fall wieder die Anleitung. Und. Okay, zwei Sachen haben wir noch. Bisschen was Süßes wie immer. Gönn ich mir natürlich wie immer direkt. So. Mal schauen. Schmeckt noch nichts. Dann haben wir hier ein Super Mario Puzzle. Alter, geil. Ich liebe Puzzle. Das mache ich auf jeden Fall. Nutze mir direkt mal meine neue Gabel. AKA Löffel. Bam. So. Super Mario ist geil. Demnächst vielleicht ein paar Super Mario Stream Spiele Abende mit den Jungs. Also mit anderen Jungs. Nicht die anderen, die ihr so kennt. Bisher. Hatten wir uns mal überlegt. So Mario Kart und Smash und Mario Party zu streamen. Ich brauche nur noch das richtige Equipment. Aber da ist es, ja. Ein Puzzle. Okay, das ist echt geil. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Dann werde ich das mal posten demnächst, wenn ich das Puzzle gemacht habe. Aber. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Geheimnis. Was dieser Löffel ist. Doctor Who Göffel. Gabel und Löffel zusammen. Ist es eine Gabel? Ist es ein Löffel? Es ist ein Göffel. Das war's. Diese Köpfe hier hinten haben nichts zu bedeuten. Es ist einfach nur ein Löffel. Beziehungsweise eine Gabel. Ist doch eine ganz normale Weihnachtskugel gewesen. Doch nicht so verwirrend, wie ich dachte. Auf jeden Fall danke an Luchas für diese interessante Box. Das Puzzle werde ich auf jeden Fall machen. Checkt meinen Instagram, Facebook und Twitter-Account ab, falls ihr die Ergebnisse sehen wollt. Ansonsten, wie gesagt, danke an Luchas. Link ist unten in der Beschreibung. Und schreibt auch unten in die Kommentare, ob ihr schon neue Gen 3, 10er oder auch nur 5er oder 2 Eier gebrütet habt. Und wenn ja, was habt ihr da so alles bekommen? Ich habe jetzt einen Bummels und einen Trassler. Leider beide schlechter wie. Was ich noch gerne hätte, sind halt die zwei Babys. Von Mergel und von wohin genau ist so. Die zwei fehlen mir noch. Die hätte ich echt gerne. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Hoffentlich verbessert sich das Wetter. Dann können wir wieder raus. Geile Videos drehen. Das war's von mir. Wie gesagt, checkt meine Social Media Sachen ab. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.